begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Wie verbringst du eigentlich Feiertage, Sonntage im Kloster? Werde ich immer wieder mal gefragt. Wie lebt ihr einen Feiertag als Gemeinschaft? Ich muss mir da immer wieder an die Brust schlagen und stelle fest, dass gerade dann, wenn mal nicht so viel los ist, weil vielleicht ein Feiertag ist, erstens natürlich ein Feiertag oft durch große Gottesdienste geprägt ist, aber dass auch die Feiertagskultur mehr von mir ausgeprägt werden sollte. Denn die Ruhe, die uns Feiertage womöglich schenken wollen, sie wollen uns ja etwas Wesentliches sagen, uns auf den Wesentlichen ausrichten, wie es das Gebot auch sagt, der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht, an ihm darfst du keine Arbeit tun. Hier geht es ja nicht um einen Selbstzweck, hier geht es um ein Nachjustieren, eine Neuausrichtung. Das, was im Alltag unseres Lebens, auch im klösterlichen Leben, zu oft untergeht, das soll an einem Feiertag wieder ins rechte Licht gerückt werden. Dazu braucht es eine gute Feiertagskultur, um Ruhe zu finden, sein Herz ausruhen zu lassen, um auf den zu schauen, der uns die Möglichkeit gibt, zur Ruhe zu kommen und unser Herz erfüllt. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, du schenkst uns immer wieder die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Gib uns auch die Kraft, uns dieser Ruhe zu stellen. Gib uns die Kraft, uns auf dich hin auszurichten, um aus dir neue Kraft zu schöpfen für unseren Lebenstag, für unseren Alltag. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.